Hallo, mein Name ist Axel Reitz. Ich bin ein ehemaliger Neonazi. Bis vor meinem Ausstieg vor 8 Jahren. Heute engagiere ich mich in der Deradikalisierungsarbeit und versuche, Extremismus zu bekämpfen. Und ich lebe mitten in Deutschland. Wenn er nicht morgen zum Antifaschisten wird und Deutschland verrecke statt Deutschland erwache schreit, dann ist er nicht wirklich ausgestiegen. Ich war eine Führungspersönlichkeit mit Philipp Schlaffer zusammen. Ehe, Vaterland, Kultur und Tradition. Standard Kanacken beleidigt oder als Kameltreiber. Affengeräusche gemacht. Den Holocaust hat es nicht gegeben. Trotzdem war Hitler auch für mich der Führer. Wie bist du Nazi geworden? Mir gefiel es einfach sehr zu provozieren. Und dann setzte eine sehr unselige Entwicklung in Gang. Man fing eben dann, wenn man von diesem rechtsextremen Spektrum quasi ergriffen wurde, automatisch an, sich von der als falsch und vermeintlich verlogenen Gesellschaft distanzieren zu wollen. Gleichzeitig fing die Gesellschaft an, sich von einem zu distanzieren. Und tatsächlich war das erstmal die Zuschreibung, die mir von anderen zugedacht wurde. Was du da sagst, ist ja voll Nazi oder das ist ja Nazi oder das hätte Hitler genauso gesagt. Und irgendwann hat es mir einfach gefallen, diese Rolle auch zu adaptieren und habe dann gesagt, ja, okay, ja klar, ich bin Nazi und ich erkläre euch jetzt auch warum. Und wie hat sich das im Detail entwickelt? Also ich bin selber auf die Gruppierungen zugegangen, also in der damaligen Zeit, 1996, 1997, als ich angefangen habe, mich zu radikalisieren, gab es wenige Gruppierungen. Es hat zuvor in den 90er Jahren viele Organisationsverbote in der rechtsextremen Szene gegeben, sodass quasi die einzige wirklich feststehende Organisation, die die Arme geöffnet hat, noch die NPD war. Die waren mir und meinen damaligen Mitstreitern, die ich da gefunden habe, dann allerdings zu lasch, sodass wir dann selber eine freie Kameradschaft gegründet haben, die offensiver und extremer halt einfach agitieren und agieren konnte. Ja, wir haben also dann kein Blatt vor den Mund genommen, sondern ganz klar gesagt, wir sind Nationalsozialisten, wir wollen dieses Deutschland nicht, sondern ein anderes Deutschland haben, was natürlich für die NPD aus taktischen und strategischen Gründen viel zu extrem gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, du warst eine Art Führer? Ich war eine Führungspersönlichkeit. Also ich bin jemand gewesen, der Demonstrationen angemeldet hat, der Veranstaltungen organisiert hat, der Vernetzung vorangetrieben hat. Ich bin kein bloßer Mitläufer gewesen, sondern ich bin tatsächlich ein Schrittmacher gewesen in dieser Szene. Was war dein Ziel? Mein Ziel im ersten Augenblick natürlich erst einmal, die Szene möglichst stark und umfassend zu machen und als Endziel natürlich dann die Revolution unseres Gedankengutes. Ja, also wir wollten ja einen nationalsozialistischen Volksstaat nicht über Terror und Gewalt erreichen, weil wir gesagt von wegen, okay, wir können die Menschen nicht zwingen, sondern wollen sie überzeugen von unserer Idee. Und das war so komisch es klingt, unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wenn wir möglichst viel und offensiv in die Öffentlichkeit gehen, werden die im Falle einer kommenden Systemkrise erkennen, dass wir diejenigen waren, die immer schon am härtesten Opposition gestanden haben und die deswegen auch besonders glaubwürdig sind. War Hitler dein Vorbild? Ich war ein Anhänger von Ernst Röhm und Gregor Strasser, die eher einen sozialrevolutionären und sozialistischen Weg gehen wollten, was natürlich dann auch bedingt, Hitler in vielen Punkten kritisch gesehen zu haben. Aber trotzdem war Hitler auch für mich der Führer und die Lichtgestalt eben dann meiner Ideenwelt. Was hast du damals über den Holocaust gedacht? Wir haben den Holocaust geleugnet. Ja, also immer dieses Narrativ gewesen, dieses Perfide, dass man quasi die Opfer zum Täter macht, indem man sagt, den Holocaust hat es nicht gegeben und wir werden heute eben dann von jüdischen Menschen erpresst. Sie wollen damit verhindern, dass Deutschland wieder zu neuer Blüte erstrahlt. Und das hat man also völlig weggeschoben und einfach behauptet, das hat es nie gegeben. Wie hast du auf Ausländer reagiert? Man sagte, also eine meiner Standardparolen bei meinen Reden war immer, wir haben ja nichts gegen den hier anständig bleibenden Ausländer in Deutschland, wir haben was gegen die Asozialen, gegen die Kriminellen, gegen die Vergewaltiger, gegen diejenigen, die unser Sozialsystem infiltrieren. Und da hat man natürlich ja auch schon sehr, sehr undifferenziert und völlig pauschalisierend ja agitiert. Affengeräusche gemacht oder es wurden dann türkische Mitbürger eben als Standard-Kanacken beleidigt oder als Kameltreiber und diese Entmenschlichung und diese Herabwürdigung von anderen Kulturen, anderen Ethnien, die war an der Tagesordnung in der Szene und dem habe ich mich auch nicht entzogen, da muss ich ganz ehrlich sein. Welche Straftaten hast du begangen? Das waren immer reine Agitationsdelikte. Also ich habe schon sehr früh angefangen, also mich ja auch in der Rolle des bekennenden Nationalsozialisten zu sehen. Bin dann mit 13, 14 rumgelaufen, habe Hakenkreuzaufkleber verklebt, was ja dann Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Deutschland darstellt. Habe das ziemlich lange getan. Habe da also eine Jugendstrafe angesammelt von 12 Monaten insgesamt und wurde dann im Jahre 2005 verurteilt wegen Volksverhetzung. Da habe ich eine antisemitische Hetzrede auf einer NPD-Demonstration gegen Steuergeldausgaben für den Bau einer Synagoge gehalten. Dafür wurde ich dann noch wegen Volksverhetzung zu 21 Monaten verurteilt, sodass sich dann eine Gesamtstrafe von 33 Monaten ergeben hat.
Kann es passieren, dass du wieder in die rechte Szene abdriftest? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich tatsächlich dann so weit auch davon distanziert und emanzipiert, dass ich heute jemand bin, der jedem Extremismus feindlich gesinnt ist und der auch ganz klar Dinge benennt, die man damals aufgrund des Lagerdenkens, was ja inhärent war in dieser Szene, niemals an den Tag gelegt hätte. Und ich bin heute in der Position, dass ich sage, ich bin gegen jede Form von Radikalität, ich bin gegen jede Form von Extremismus, ich bin gegen jede Form von totalitärem Gedankengut und betrachte mich persönlich selbst als Grundsatzliberalen. Wie haben deine Ex-Kollegen auf den Austritt reagiert? Mit Erschütterung und später natürlich mit Wut, Verachtung und Hass. Ja, also es gab von Anfang an ja auch dann, wo mein Ausstieg dann reell geworden ist, wo ich auch dann in einem viel beachteten Interview im Heute-Journal des ZDFs auch öffentlich bekannt habe, rauszuwollen und damit nichts mehr zu tun haben zu wollen, schlug natürlich dann das alles in Hass um. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass es authentisch ist und ich nicht aus taktischen Gründen ausgetreten bin, wie es von linker Seite gern behauptet wurde, weil da wird immer so dieses Bild gefrönt, einmal Nazi, immer Nazi, und wenn er nicht morgen zum Antifaschisten wird und Deutschland verrecke statt Deutschland erwache schreit, dann ist er nicht wirklich ausgestiegen. Und da kann ich immer darauf verweisen und sagen, schaut euch an, wie die Ex-Kameraden, wie die alten Mitstreiter über mich denken und über mich reden, dann wisst ihr, dass der Ausstieg auch tatsächlich Wirklichkeit ist und nicht nur vorgeschoben ist oder eben dann ein schlechtes Mimikry darstellt. Kannst du in einem Satz sagen, wieso du ausgestiegen bist? Ich bin erwachsen geworden irgendwann. Ja, ist natürlich sehr schwierig, das in einem Satz zu benennen, weil da so viele Momente zusammenkommen und nach 15 Jahren, die ich in der Szene war, jetzt auch nicht der eine entscheidende Moment kommt, wo man sagt, so, okay, ich will jetzt raus. Das sind viele Mosaiksteine, die irgendwann zusammenkommen und irgendwann passt einfach die Waage nicht mehr. Da muss man sich die Frage stellen, will ich das sein, was ich hier produziere, oder möchte ich doch was anderes sein? Und diese Frage habe ich mir irgendwann stellen müssen. Und die Entscheidung war dann, nein, das möchtest du nicht sein, was du hier dargestellt hast. Würdest du heute anderen Rechtsextremisten helfen, die den Ausstieg schaffen möchten? Ja, absolut. Also ich werde auch oft aufgrund meiner öffentlichen Arbeit, die ich ja mit dem auch hier bereits aufgetretenen Philipp Schlaffer zusammen mache, auf YouTube, in den sozialen Medien, immer wieder auch von ausstiegswilligen Rechtsextremisten angeschrieben. Und da gilt wirklich der Grundsatz, sei gegen den Extremismus, aber nicht gegen den Extremisten. Es ist niemandem damit gedient, jemanden, der sich verirrt hat, der die falschen Wege beschritten hat und der auch Schuld auf sich geladen hat, ein Leben lang zu stigmatisieren und aus der Gesellschaft auszugrenzen. Und ich selber bin der beste Beweis dafür, dass selbst ein absoluter, bekennender und gewollter Extremist wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückfinden kann. Und dort sind wir alle als Gesellschaft aufgerufen, quasi nicht den roten Teppich auszurollen, aber tatsächlich ein Stück weit zurückzutreten, wenn es danach geht, Menschen auch wieder den Rückweg zu ermöglichen und die Möglichkeit zu geben, wieder zurückzukommen in die Gesellschaft. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da, kommentiert und teilt. Vielen Dank.